Hallihallo, Löde, willkommen zurück zu Skyrim. Weiter geht's. Wir sind jetzt hier, ich weiß nicht mehr genau, wie die Höhle jetzt hier heißt. Nicht sonderlich beeindruckend, oder? Wenn dieser Ausflug umsonst war, werden euer Freund Dexion und ich nach unserer Rückkehr ein paar ernste Worte zu wechseln haben. Waren wir nicht hier schon fertig? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon wieder zu lange her für mich. Ich kann mich hier aber noch erinnern, ja. Kann man keine Karte? Nee, keine Karte. Okay, wir haben keine Karte. Ah, egal. Hier müssen wir wahrscheinlich hin. Wow. Seht euch nur diesen Ort an. Hier ist seit Jahrhunderten niemand gewesen. Ich bezweifle, dass es im ganzen Himmelsrand einen Ort wie diesen gibt. Es ist wunderschön. Und das? Bergblume. Ahnenmutter. Ja, komm. Nein, mit dir nicht. Ja, dann bringen wir mal. Ach so, ja, haben wir schon, mal gemacht, ne? Jetzt müssen wir nur noch einen dieser Canticum-Bäume finden. Kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe danach gespeichert gehabt. Das ist mir ein bisschen komisch. Wenn ich den letzten Spielchen fortfahren mache, ist nicht der letzte. Hoffentlich mögen die Motten die Rinde so sehr, wie es Dexion gesagt hat. Naja, war zum Glück nicht viel. Wie will ich denn jetzt hin? Weiß ich gar nichts mehr. Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Seht sie euch an. Sie haben euch definitiv ins Herz geschlossen. Und wenn ich mir das nicht einbilde, beginnt ihr zu schimmern. Okay. Was müssen die denn jetzt machen? Ach ja. Jetzt habe ich welche um mich herum. Schön. Und jetzt? Was sagt denn die Quest überhaupt? Nein, du nicht. Du. Ja. Locke Ahnenmottenschwärmer. Ja, bin ich ja dabei. Auf Karten zeigen kann ich nicht. Muss ja noch mehr geben hier, hä? Hier rein. Wenn wir hier hoch. Ich bin mir nicht sicher, was wir jetzt machen müssen. Ach, jetzt noch ein Schwärm, ne? Ah, Nummer zwei. Zwei Schwärme schon mal. War nicht hier auch vorne auch irgendwo ein Schwarm? Drei? Aha, doch. Ist hier noch was? Pelzschütze schwinden, Frost. Ja, warum nicht, ne? Gewicht 4, Wert 575. Mitnehmen. Können wir gut verkaufen. Oder einen Zauber mal gucken. Geht dann aber auf Dauer ein bisschen auf den Senkel, dass die Motten so nicht herumschwärmen. Also. Naja, es fehlen noch vier. Okay. Hier lang. Etwas systematisch vorgehen. Ist hier oben noch irgendwas gewesen? Gucken, ob hier auch noch irgendwo welche sind. Da ist wieder einer. Ja. Vier. Da waren es nur noch drei. Oh, was ist denn hier? Nö, das ist auch nix. Kein Schalte hier so. Ja, okay. Egal, dann gucken wir vielleicht was da noch raus. Ja. Da sehe ich noch einen. Jetzt fehlen noch zwei. Ah, wo sind die? Hier kommen wir, glaube ich, her, ne? Können wir gar nicht zurück. Okay, hier oben war nichts mehr.
unten ist noch. Lavendel. Tundra-Baumwolle. Ja. Wir sind auch noch welche scheinbar. 6, ja. Ist ein bisschen verwirrend, weil es schwirrt so viele um mich jetzt hier rum. Da ist noch eine. Alle 7 Stück. So, und jetzt? Oh, ich glaube, das könnte genau das sein, worauf wir gewartet haben. Gehen wir zurück nach oben. Vielleicht können wir die Schrifträume ja lesen. Nervös? Schriftsteller der Alten lesen. Müsste Objekte sein, ne? Bücher. Mann, haben wir Sachen bei. Mann. Wahrscheinlich unser S wie Schriftrolle, genau der Alten. Blut, ne? Interessant. Alles in Ordnung? Ich dachte schon, ich hätte euch verloren. Ihr wurdet kreidebleich. Irana. Alles in Ordnung? Ich dachte schon, ich hätte euch verloren. Ihr wurdet kreidebleich. Keine Sorge, mir geht es gut. Ich habe diesen verfluchten Schriftrollen nie getraut. Wer weiß, was diese Dinger euch angetan hätten. Seht euch doch nur Dexion an. Und Auriels Bogen? Wisst ihr, wo wir ihn finden können? Es befindet sich in einem Ort namens Schwarzfallhöhle. Dann ist es fast vorbei. Wir können die Prophezeiung endlich nach unseren Wünschen umschreiben. Wo liegt diese Schwarzfallhöhle? Die Schriftrollen verriet mir seinen exakten Fundort. Dann lasst uns jetzt aufbrechen. Ich will dort ankommen, bevor mein Vater die Gelegenheit hat, uns aufzuspüren. Dann machen wir's doch. Begonnen Berührung des Himmels. Was wisst ihr über Auriels Bogen? Nicht viel. Er taucht in geschichtlichen Überlieferungen an manchen Stellen auf. Aber man muss schon genau danach suchen. Soweit ich weiß, wurde er nie von einem Vampir geführt. Das wäre mal was Neues. Was hat das mit der Sonne zu tun? Auriel ist einer der Götter der Elfen. Er regiert mit allen anderen im Reich von Aetherius. Soweit ich gehört habe, ist die Sonne die Verbindung zwischen ihrer Welt und der unseren. Es heißt, der Bogen beziehe seine Energie direkt aus der Sonne, weshalb er auch in dieser Prophezeiung erwähnt wird. Eistrolle, ich habe mich ein bisschen unerwartet. Kein Thema. Nö. Gold mehr mit. Rüstung kann man mitnehmen. Nehmen wir auch mal mit. Wir haben gute Sachen dabei. Ich liebe Schulden. Voll fett. Wo ist der zweite? Niedrig Gold, Rüstung, Helm. Stiefel mit 32? Nicht schlecht, was habe ich denn? Stiefel, was haben meine? 49, okay, nichts gesagt. Sind noch zwei. Ich komme ja schon. Ui, du hast aber was verloren. Da unten, da guck mal nach. Da unten. Du hast aber was verloren. Ja, da unten, da. Ach, dann kannst du nicht mal gucken. Okay. Gucken wir mal mit. Was hast du denn? Hä?
so. Sie hat ihn beschworen. Was sie alles kann, die Frau. Mann, Mann, Mann. So, die holt sie auch wieder, wie man ja sieht, ne? Oben, fast wieder voll. Nein, was stöhnt denn da? Ja, dann gehen wir mal raus hier. Suchen wir mal nach den dem Bogen. So, ja, bei dem Stamm, genau. So, gehen wir mal raus zur Schwarzfallhöhle. Gucken, wo die ist. Warte mal, so speichern, ja, ist nicht verkehrt. Nee, Moment, so, na genau. Schwarzfallhöhle, wo ist die denn? Ach, da oben ist der Fall, mein Gott, immer suchen. Schwarzfallhöhle, ja, gehen wir noch über die Truada-Schanze. Gehen wir da erstmal hin. Ist ziemlich in der Nähe. Da. Dann gehen wir noch da mal hin. Lachs, nein, brauchen wir nicht. Geh hoch da. Spring auf. So, nochmal, jawohl, geht doch. Geh rauf. So. Schwarzfallhöhle. Schöner Name. Komm mal hier hoch. Ach, das ist ein Baum. Ein Baum. Trick 17 geht meistens immer. Wo ist denn die Höhle? War weiter unten oder was? Ach, da unten irgendwo. Okay. Haben wir glaube ich schon gefunden. Nein, ich dachte, da unten ist er. Da unten. Ja, ich wünsche mir immer noch hier so kleine Pfeile dran, die anzeigen, ob man höher oder tiefer ist. Wie bei Guild Wars 2 zum Beispiel. Da ist es ja. Oder Final Fantasy 14 auch. Oh, bisschen dunkel, wa? Ich hab doch. Moment. Kerzenschein. So, sehen wir ein bisschen mehr, ne? Oh ja, oh, sehen wir was. Cool. So, hier ist ein Weg scheinbar. Gehen wir mal hier lang. Ist hier gerade sehr gut, der Kerzenschein. Mein Gott. Ist ja sehr kurz. Ruhig ein bisschen mehr leuchten. Was soll das? Das macht man nicht. Auf den Ton, du Pursche. Meine Karte haben wir, ne? Ja, meine Karte. Da oben ist mir hin. Ach, gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal hier lang, Richtung Westen. Ich weiß nicht, wie groß die ist. Aber das finden wir raus. Das finden wir schon raus. Stimmt hier nicht. Seid vorsichtig. Ich glaube, wir bekommen Probleme. Mondstein? Nee, warum? Nein, eben Mondstein nicht. Nur eben Erz. Bräuchten wir, wenn schon. Hier ist gar nichts. Okay. Nur Mondstein-Ader. Muss auch irgendwann mal steigen. Ein Level höher. Spitzhacke, nehmen wir mal. Ja, haben wir gleich eine Beine, jetzt haben wir zwei. Ja, können wir ein bisschen schürfen hier. Ja. Makelloser Rubin, nebenbei auch noch bekommen.
Dann machen wir einfach mal. So, ist erschöpft, schön. Das erst muss man dann noch in einer Schmelzhütte zu Barren verarbeiten, dann kann man es ja erst gebrauchen. Das man in der Regel auch bei jedem Schmied. In der Regel. Wer ist da? Ach. Wie ist das? Was macht denn da? Ja. Weißt du, wie die wilde Fahrt? Woher seid ihr gekommen? Das wird euch eine Lehre sein. Meinst du? Ja, die hat wieder eine beschworen. Mein Gott. Da ist sie. Noch eine. Ja, weil die Frostbissspinne kann die beschwören, einen komischen Troll und alles, mein Gott. Frau. Oh. Meine ich erstmal genug Schimmerpilze. Wer ist da? Noch einer? Das hätten wir geschafft. Hm. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. In die Höhle, runtergefallen. Was ist denn da? Hm. Komm hier auf da. Hier ist nix. Hier ist gar nix. Läuft unten rum. Mit ihrer Frostbissspinne. Hier ist auch nichts. Ja. Zwei Gifte, okay. So, dann will ich aber sagen, Leute, dann mache ich jetzt hier Schluss für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Skyrim. Dann geht es in der Schwarzfelshöhle weiter. Bis dahin, schöne Dö.